Vibhuti Yoga. Verehre Gott in allem Großartigen. Im Anfang des 11. Kapitels hat Krishna beschrieben, wie letztlich du Gott verehren kannst als im Allem. Im 10. Kapitel hat er beschrieben, dass Gott überall ist und in jedem und dass du Gott in allem verehren kannst. Er hat auch gesagt, wenn du Gott verehrst, kommst du zum höchsten Wissen. Und bis zum höchsten Wissen bist du auch voller Liebe. Arjuna will jetzt wissen, wie kann ich denn jetzt ganz konkret Gottes Gegenwart erfahren? Wie spüre ich dieses Bhakti, dieses Gefühl von Hingabe und Gottesliebe? Krishna wird darauf antworten. Die Frage Arjunas beginnt also im 12. Vers des 10. Kapitels und Krishna gibt ihm einige Tipps. Das ganze 10. Kapitel heißt ja Vibhuti Yoga, der Yoga der göttlichen Herrlichkeiten. Und gerade ab dem 12. Vers wird das gut beschrieben. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. 12. und 13. Vers, erst auf Sanskrit, dann auf Deutsch. Arjuna Uvacha Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavan Purusham Shashvatam Devyam Adi Devamajam Vibhum. Arjuna sprach: O Erhabener, du bist das höchste Brahman, die höchste Wohnstatt, das höchste Licht, die höchste Läuterung, die ewige göttliche Person, der Urgott, ungeboren und allgegenwärtig. So haben dich alle Weisen erklärt, wie auch der heilige Weise Narada und so auch Asita Devalan Vyasa. Und nun sagst du mir selbst das Gleiche. Krishna hatte vorher Arjuna einiges erklärt. Arjuna ist ja auch schon längere Zeit auf dem spirituellen Weg. Er ist kein neuer Aspirant. Und er weiß jetzt, ja, Gott ist das höchste Brahman. Aber Gott manifestiert sich auch in der Läuterung, also in den spirituellen Praktiken, in den spirituellen Erfahrungen. Gott ist ungeboren und doch allgegenwärtig. Arjuna hat das irgendwo verstanden. Und er sagt, viele haben mir das schon gesagt. Und letztlich kannst du dir auch bewusst machen, in allen Religionen und spirituellen Systemen gibt es diese Mystiker, die Gott erfahren haben. Und sie sagen letztlich Ähnliches. 14. Vers. Ich erkenne alles, was du mir sagst, als Wahrheit an, O Krishna. Wahrlich, o gepriesener Herr, weder die Engelswesen noch die Dämonen erkennen dein Erscheinen, deine Herkunft. Wahrlich, nur du selbst kennst dich selbst durch dein Selbst, o höchstes Wesen, o Quelle und Herr der Wesen, o Gott der Götter, o Lenker der Welt. Arjuna weiß, Gott ist so großartig. In der relativen Welt kann man Gott nur verehren, nicht wirklich vollständig verstehen. Sogar die Engelswesen können das nicht. Er sagt, nur Gott selbst kann sich selbst erkennen als sein Selbst. Was auch letztlich heißen soll, willst du Gott wirklich erkennen, musst du deine Einheit mit Gott erfahren. Berichte ohne Einschränkung von deinen göttlichen Herrlichkeiten, durch die du all diese Wesen durchdringst. Wie soll ich dich in fortwährender Meditation erkennen, o höchster Yogi? In welchen Aspekten oder Dingen, o höchster Herr, soll ich an dich denken? Sage mir erneut genau, was deine Yoga macht und deine Herrlichkeiten ausmacht. Denn ich habe noch nicht genug von deinen lebensspendenden und nektargleichen Worten gehört. So, Arjuna hat verstanden, Gott ist überall. Aber wie konkret soll ich denn jetzt meditieren? Wie soll ich jetzt im Alltag Gott erkennen? Krishna sprach, gerne
Ich werde dir jetzt die bedeutendsten meiner göttlichen Herrlichkeiten darlegen, o Arjuna. Ihrer Beschreibung im Einzelnen ist kein Ende gesetzt. Ich bin das Selbst in den Herzen aller Wesen, o Arjuna. Ich bin Beginn, Mitte und auch Ende aller Wesen. Hier beginnt jetzt Krishna zu beschreiben Vibhuti Yoga, das heißt den Yoga der göttlichen Herrlichkeiten. Gott ist überall, aber besonders gut kannst du Gott erfahren in dem, was besonders großartig ist. Und er wird das in den künftigen Versen beschreiben und in einem späteren Vortrag will ich das auch genauer angehen. Hier sagt er, die erste der Herrlichkeiten ist das Selbst in den Herzen aller Wesen. Und vielleicht könntest du das gerade als Anregung nehmen. Für heute oder morgen nimm dir vor, im Herzen der Wesen Gott wahrzunehmen mit Liebe. Spüre das Herz deines Gegenübers, fühle ihn oder sie vom Herzen her und dort ist Gott wahrnehmbar. Wenn du gleich mit einem Menschen zusammen bist, sei dir bewusst, im Herzen dieses Menschen ist Gott. Egal, ob das jetzt dein Kind ist, dein Mann, deine Frau, ob das Chef ist, Mitarbeiter oder auch Kassiererin, Zugschaffner oder deiner nächsten Ampel derjenige ist, der vor dir wartet oder überflüssigerweise vor dir wartet, ob es grün ist oder nicht. Spüre vom Herzen her das Göttliche. Im Herzen aller Wesen ist Gott. Und wenn ein neuer Mensch in dein Leben tritt, darin ist Gott. Und wenn ein Mensch aus deinem Leben tritt, auch darin ist Gott. Und in Menschen, die schon eine Weile in deinem Leben sind, auch dort sind Gott. Kultiviere Verständnis in Herzensliebe und spüre Herz-zu-Herz-Verbindung. Und du könntest das auch praktisch umsetzen. Jedes Mal, wenn du einen Menschen siehst, sage von innen heraus, o Gott, ich grüße dich in diesem Menschen. Wenn du in einer Gegend Deutschlands bist, wo man sagt, grüß Gott, dann sage das und spüre damit tatsächlich die Gegenwart Gottes. Oder modern sagst du Hallo. Und wenn du Hallo sagst, sagst du innerlich, grüß Gott. Hallo kommt von Hail, Lord, ich verehre Gott in dir. Und Tschüss oder Tschö heißt auch Adieu, ich verehre in dir Gott. In diesem Sinne, der erste des Vibhuti-Yoga, Gott ist besonders manifest in jedem Wesen. Grüße Gott in jedem Wesen, eine wichtige Form des Bhakti-Yoga. Ja, das war's für heute. Wenn du magst, teile doch diesen Vortrag, indem du den Link der Sendung weitergibst oder schreibe einen kleinen Kommentar dazu, ob du vielleicht besondere Erlebnisse hattest, als du dich bemüht hast, Gott in einem Menschen zu sehen. Oder mach doch eine Daumen hoch oder Sternebewertung oder schreibe eine Rezension auf iTunes. Diesen Vortrag findest du als Video, auch als Audio. Du findest ihn als Podcast auf unseren Internetseiten und im Blog. Dies ist ein Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, ein Teil der Bhagavad-Gita-Vorträge und Begleitmaterial zur zweijährigen Yogalehrerausbildung. Alle weiteren Vorträge zur Reihe auch auf yoga-vidya.de. Und jetzt nochmal einen Moment innehalten und dir vornehmen, im nächsten Menschen, den du siehst, willst du Gott grüßen.